Janette Mailan. Ich arbeite hier in dem Freilichtmuseum Kommern als Bäuerin. Ich belebe das Haus hier aus Kessenich, was in der Nähe von Bonn stand, und jetzt hier mit großem Garten im Freilichtmuseum Kommern. Also, wenn ich nicht gerade im Haus arbeite, habe ich eigentlich immer was im Garten zu tun. Ja, jetzt Ende April können wir anfangen, die Kartoffeln in die Erde zu bringen. Ich habe im Garten schon das Beet vorbereitet. Wollen wir mal zusammen gucken gehen? Ich habe mir hier eine Schnur gespannt, da wo ich die Kartoffeln legen will. Viele Leute sagen zwar, in krummen Reihen wächst mehr, aber die Pflege der Pflanzen ist doch viel leichter, wenn die wirklich gerade in einer Reihe rauskommen. Entlang der Schnur mache ich jetzt die Löcher etwa 20 bis 25 cm im Abstand. Und da kann ich dann jeweils eine Kartoffel reinlegen. Die werden ungefähr mit 5-6 cm Erde zugedeckt. Und dann hoffe ich, dass sie wachsen. Die Kartoffel hat an mehreren Stellen Augen. Solche Augen nennt man die Stellen, wo die Keime herauskommen. Und so kann ich hingehen und die Kartoffel auseinanderschneiden und aus einer Kartoffel zwei Mutterkartoffeln machen. Der Vorteil ist außerdem, dass wenn ich die Mutterkartoffel angeschnitten habe, dann verfault sie schneller. Sie will sich aber natürlich vorher vermehren und umso stärker treibt sie aus und sorgt für Nachwuchs. Und das ist ja das, was ich im Herbst ernten möchte. Jedes Pflanzloch kommt eine halbe Kartoffel. Oh, auch diese lange wird noch halbiert. So, wo jetzt die Kartoffeln in den Pflanzlöcher liegen, kann ich die Erde über die Kartoffeln drüber schieben. Sobald die Kartoffeln mit den ersten Blättern rauskommen, fange ich an, die Kartoffeln dann anzuhäufeln. Das kann ich auch mit dieser Hacke hier machen. Dann mache ich so einen Damm. Aber erst, wenn die Kartoffeln kommen. Wenn sie sich zeigen, aus der Erde herauskommen, ihren Blättern. Und natürlich auch anfangen, die Wurzeln zu treiben.